Aljoscha Schäffner. Mit der Nummer 22 Marcel Klenk. Mit der Nummer 24 Daniel Renz. Mit der Nummer 28 Tobias Wiese. Mit der Nummer 34. Thank you.
Endstand im Spiel FV Sulzbach-Moor, SVG Kirchberg-Moor 2, 6:0. Der TSV Altötting bedankt sich bei allen Zuschauern und wünscht einen guten Nachhauseweg. Da vorne ein Bierle trinken und eine rote Wurst essen und dann kann man nach Hause gehen oder ins Freibad. Erstmal Glückwunsch an Sulzbach zum verdienten Sieg. Ich denke, die erste Viertelstunde war Sulzbach deutlich besser im Spiel. Zweite halbe Stunde in der ersten Halbzeit waren wir drückend, können zwei Tore machen. Haben dann das Tor aberkannt bekommen, wo ich glaube, das war kein Abseits. Und dann kommen wir aus der Halbzeit, bekommen zwei schnelle Tore. Das bricht uns dann halt bei dem Wetter heute das Knick. Und ja, im Endeffekt verdient Sulzbach. Ja, zum Spiel. Das war erste Halbzeit, das erwartet schwere Spiel. Kirchberg hat es uns nicht einfach gemacht. Wir haben viel zu große Abstände gehabt. Wir hätten zur Halbzeit auch 2-1 hinterliegen können. Ich weiß nicht, ob das erste, das 1-1 abseits war. Keine Ahnung. Wir sind froh, dass es nicht zählt hat. Dann zweite Halbzeit mit dem zweiten und dritten, mit den zwei schnelle Tore. Denke ich, war das Spiel durch. Und jetzt trainieren wir die Woche zweimal gut und konzentrieren uns auf unsere Brüder. Und hoffe, dass wir so Leistungen in der zweiten Halbzeit auf den Platz bringen und dann hoffentlich den Weg in die Kreisliga A antreten dürfen.